Herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe Studierende, liebe Freunde der Osteuropa-Bibliothek. Ich freue mich, Sie zum heutigen Vortrag begrüßen zu dürfen. Wir sind ja jetzt schon einige Male in Südosteuropa gewesen im Rahmen dieser Reihe, aber heute wenden wir uns einem Aspekt zu, der, denke ich, bis jetzt eher am Rande zur Sprache kam, nämlich wirklich die Frage der Religion, der religiösen Diskurse, auch der religiösen Erinnerungsorte, wenn man so will, im Rahmen dieser Modernisierungsphase zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Und der Referent, der uns dies heute ein bisschen näher bringen wird, den möchte ich Ihnen gerne jetzt kurz vorstellen. Ja, Stefan Rodewald ist ein alter Bekannter von mir, weil wir zusammen studiert haben, noch vor Urzeiten in Zürich, osteuropäische Geschichte. Er hat auch slawische Literaturwissenschaft und Sozial- und Wirtschaftsgeschichte noch studiert. Er war dann von 1998 bis 2001 Assistent dort am Lehrstuhl, also bei Carsten Görke am Historischen Seminar, und hat 2004 dort auch seine Dissertation abgeschlossen mit dem Titel Vom Polotsker Venedig, kollektives Handeln sozialer Gruppen in einer Stadt zwischen Ost- und Mitteleuropa. Das ist 2005 erschienen bei Franz Steiner. Danach, also schon kurz vor der Publikation und Abschluss seiner Diss, hat er gewechselt, das Land, nicht nur den Ort, sondern auch das Land, und ist an den Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner Kulturen an der Uni Passau gegangen, wo er zuerst wissenschaftlicher Mitarbeiter war und dann ab 2008 akademischer Rat. Er hat dort auch habilitiert, und zwar mit der Arbeit, die eben auch dem heutigen Vortrag zugrunde liegt, also mit diesem Arbeitskomplex, die 2014 erschienen ist, Götter der Nationen, religiöse Erinnerungsfiguren in Serbien, Bulgarien und Makedonien bis 1944. Stefan Rodewald ist seit 2013 Professor für südosteuropäische Geschichte an der Universität Gießen. Und wie Sie schon gehört haben, eben hat er ganz verschiedene Forschungsschwerpunkte, die so ein bisschen eigentlich von Polen, Litauen bis zum Osmanischen Reich reichen. Dort auch die Schwerpunkte. Es gibt viele Publikationen aus seiner Feder zur Kommunikationsgeschichte dieser Räume, auch zur verflochtenen Kommunikationsgeschichte, eben zu Erinnerungsdiskursen und Praktiken, aber auch einen ganz anderen oder etwas anders gelagerten Schwerpunkt zu Sport, Wissenschaft und Technik, wo wir uns auch schon begegnet sind. Er ist Mitherausgeber mehrerer Reihen, unter anderem der Kultur- und Sozialgeschichte Osteuropas sowie der Trans-Ottomanica. Dieses Trans-Ottomanica ist auch ein DFG-Schwerpunktprogramm, wo er der Hauptantragsteller ist und das mit den Kollegen in Bonn und Marburg zusammen leitet seit letztem Jahr. Ich habe Ihnen nicht die sehr umfangreiche Dissertation oder Habilitation mitgebracht, sondern zwei neuere Aufsätze aus seiner Feder. Der eine zur Erinnerung an den Balkankrieg, den ich hier drin mitbringe, und das andere, da geht es um die Erinnerungskulturen in Makedonien im Schatten ihres Schülers Kliment, heißt er so schön, Kirill und Method als Medien nationaler Identifikation in der Teilrepublik Makedonien. Ja, die gebe ich mal rum, dass Sie einen Blick reinwerfen können. Damit habe ich hoffentlich nicht allzu viel vergessen und übergebe dir gern das. Herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Vielen Dank für die Einladung. Nach dem Ersten Weltkrieg prägten krisenhafte parlamentarische Systeme und mit der Weltwirtschaftskrise mehr und mehr autoritäre Königsherrschaften Südosteuropa. Während in Jugoslawien König Alexander schon im Januar 1929 die Herrschaft an sich riss, übernahm Boris III. In Bulgarien nach einem Militärputsch 1934 und dann im folgenden Jahr die nur formal eingeschränkte politische Macht. Diese Entwicklungen fanden ganz im europäischen Rahmen statt. Autoritäre Regierungen setzten sich in Russland sowie in Italien, Deutschland und Spanien, wie auch in der Form von Präsidialdiktaturen in Ostmitteleuropa, vom Baltikum bis Ungarn durch. Mit diesem Vorgang verbunden waren neue Formen der gesellschaftlichen Integration. Massenideologien wie Faschismus und Nationalsozialismus oder sowjetischer Kommunismus und Sozialismus standen einander auch in Südosteuropa zunehmend im unmittelbaren Wettstreit gegenüber. Weit verbreitet war extremer Nationalismus,
der sowohl von Vereinen als auch von Regierungen, staatlichen Bildungseinrichtungen und Behörden und Kirchen vertreten wurde. Die neuen Bewegungen vertraten jeweils eigene Entwürfe illiberaler Modernitäten, die aber gemeinsame Züge mit liberalen Vorstellungen und Diskursen der Moderne teilten, wie Technik-Euphorie, Sportbegeisterung, Militarisierung und zumindest auch im Kommunismus Fortschrittsgläubigkeit. Wesentlich für alle Gesellschaften nach 1900 war die immer größere Bedeutung von Massenmedien. Im Zusammenhang mit autoritären Regimen kam ihnen sowie dem Parteien- und Vereinswesen eine zentrale Rolle bei den Versuchen der Mobilisierung von Loyalität und der Herstellung nationaler sowie ideologischer Homogenität zu, sei es als dreinamiges Volk im Sinne des Jugoslawismus. Im Rahmen der Königsdiktaturen übernahmen zwar weder in Serbien noch oder in Jugoslawien noch in Bulgarien faschistische Massenparteien die Macht. Dem Faschismus nahestehende Diskurse sind aber in Bulgarien nicht nur in der Vymro nachzuweisen, da komme ich noch näher drauf zu sprechen. Diese exilmakedonische Bewegung war bestrebt, Vardar Makedonien, also was jetzt jugoslawisch war, auch mit terroristischen Mitteln Jugoslawien einzuverleiben und profitierte schwere innenpolitische Krisen. Ähnliches war in Jugoslawien zu beobachten. Soweit plus oder minus der Forschungsstand. Wenn ich jetzt und dann im ganzen Vortrag die Aufmerksamkeit auf die Rolle der Kirchen in diesem Zusammenhang lenke, betrete ich weitgehend Neuland, abgesehen vom bekannten groben Rahmen, den ich jetzt noch ganz kurz schildern möchte am Anfang. Die bulgarische Geistlichkeit konnte nach 1915 immer noch keinen Patriarchen einsetzen, weil Zar Boris III. Keine Konkurrenz in seinem Anspruch auf die nationale Führungsrolle wünschte. Sie blieb damit de facto nur synodal, also als Bischofskonferenz, organisiert. Die bulgarische Kirche versuchte stattdessen die zusehends verfassungsrechtlich eingeschränkte Rolle zu sprengen, indem sie Entwürfe moderner und nationaler Orthodoxie verbreitete, um die Deutungshoheit über möglichst weite Bereiche der Gesellschaft auf diesem Wege zu erlangen. Die Geistlichkeit wurde dabei und in ihrem Kampf gegen den Kommunismus vom Regime bestärkt. Dennoch bestanden Animositäten zwischen Staat und Kirche fort. Aber mit der Taktik, nationale Bestrebungen zu unterstützen, ohne allen Forderungen des Staates nachzukommen, gewann die Kirche an Einfluss. Und sie erwies sich für die Politik zur diskursiven Vorbereitung und Rechtfertigung der nationalen Expansion nützlich. Ohne politische Mitsprache zu erlangen, konnte sie zu einem Vermittler zwischen Staat und Gesellschaft werden. Spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg setzte sie sich aus eigenem Antrieb und ermutigt durch das Regime für die nationale, christliche und militärische Mobilisierung der Gesellschaft, etwa durch studentische Jugendorganisationen und Anlässe für Kinder ein. Die offizielle Kirchenzeitung feierte Adolf Hitler 1941 als den Befreier Makedoniens. Immerhin, eine regionale Gemeinsamkeit der südosteuropäischen Gesellschaften war in den Augen nicht nur ihrer Eliten, ihrer im gesamteuropäischen Rahmen vergleichsweise schwache Verstädterung, Bürokratisierung und Industrialisierung. Dies wie die hohe Dichte an religions- und konfessionsethnischen sowie nationalen Identitäten unter der soziokulturell fragmentierten Bevölkerung schränkte die Reichweite der genannten autoritären Regime stark ein und trug zu ihrem mittelfristigen Scheitern bei. Für heute folge ich den leitenden Fragestellungen, die auch meiner schon erwähnten Habilitation zugrunde lagen. Welche Rollen kamen in den jetzt nur sehr knapp angerissenen Entwicklungen religiösen Erinnerungsfiguren als Medien zu? Dabei ist wesentlich die Veränderung der Erinnerungsdiskurse nachzuzeichnen, die sich aus ihren teilweise neuen Funktionen ergaben. Soweit ist abzuschätzen,
inwieweit gerade religiöse Erinnerungsfiguren im jeweiligen gesamtgesellschaftlichen Kontext eine leitende, die kollektiven, in der Regel nationalen Entwürfe charakterisierende Rolle übernahmen. Die für den serbischen Zusammenhang, der heute zugunsten der bulgarischen Entwicklung ganz im Hintergrund mit wenigen Ausnahmen bleibt, ist dabei natürlich der gleichzeitige Entwurf jugoslawischer Identität zu berücksichtigen. Die regionale Auseinandersetzung zwischen Bulgarien und Jugoslawien und Makedonien spitzte sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weiter stark zu. Gegenüber den lautstark vorgetragenen und abwechselnd umgesetzten Ansprüchen Bulgariens und Serbiens bzw. Jugoslawiens auf diese historische Landschaft bleibt immer im Auge zu behalten, dass Slawen gerade einmal in Makedonien die Hälfte der Bevölkerung ausmachten. 48% der Bewohner Südserbiens, aus jugoslawischer Sicht, waren im Jahr 1921 Muslime. Auch die andauernde Emigration von Muslimen aus den anderen ehemals osmanischen Gebieten, Bulgarien, Serbien, gerade angesichts der sich weiter nationalisierenden, christlich dominierten Staatsgesellschaften, veränderten diese und ähnliche Größenverhältnisse der Bevölkerung in Bulgarien und weiten Teilen Serbiens nur sehr langsam. Im Folgenden möchte ich es mit wenigen Beispielen Aspekte des Entwurfs von nationalem Fortschritt und Modernität und auch wiederum ausgewählt nur an Beispielen Kyrils und Method, den Entwurf von nationalem Fortschritt und Modernität im Rahmen religiöser Erinnerungszusammenhänge möglichst konkret nachzeichnen. Ich wähle dieses Beispiel von Kyrill und Method und lasse entsprechend Kliment von Ochrid beispielsweise oder Ivan von Rila, aber auch dann als heilig verehrte Zaren für den bulgarischen Fall weitgehend aus. Das Gleiche gilt für die serbischen Beispiele wie die heiligen Nemaniden-Dynastie, die dann im 19. Jahrhundert genauso nationalisiert wurde wie der Kosovo-Mythos oder hier der Tod des Fürsten Lazars auf dem Amselfeld, was zu sehr vergleichbaren Entwicklungen wie der Kyrill- und Method-Kult für Bulgarien zu zeigen vermag, dann führte, da sind wir schon in der Zwischenkriegszeit, im serbischen, jugoslawischen Fall, das war jetzt wirklich der Schnellzug, Durchgang, um mich wirklich auf meine Beispiele, die Brüder Kyrill und Method, zu konzentrieren. Den Brüdern, Heiligen des 9. Jahrhunderts, die dürften Sie schon in verschiedenen Kontexten kennengelernt haben. Ich möchte Sie hier eigentlich nur als Medien, als Plattformen ansprechen. Die gleichen Nachrichten, die man mit ihnen verband, konnte man auch mit all den anderen genannten Beispielen verbinden. Das Medium ist letztlich kontingent oder nicht entscheidend. Wesentlich war die Message, die Verbindung mit nationaler Identität, schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts nationalisiert. Nach der Niederlage dann im Ersten Weltkrieg Bulgariens und nach den großen Gebietsverlusten Bulgariens begann man erstmals nach dem Ersten Weltkrieg diese Entwicklung auch kritisch zu reflektieren. Beispielsweise Stojan Omarczewski, Mitglied der Bauernpartei und Minister für Bildung bzw. Volksaufklärung, machte in der Parlamentsdebatte über eine Änderung des dem Bildungswesen zugrunde liegenden Gesetzeswerks am 25. Dezember 1920 auf die Kontroverse um den Feiertag zu Ehren Kyrills und Methods aufmerksam. Der bulgarische Staat sagt, wir haben einen Feiertag zu Ehren Kyrills und Methods, einen Feiertag nicht nur für das bulgarische Volk, sondern für die slawische Welt. Und dann die Kritik, insbesondere in den letzten Jahren haben Bildungsminister den Feiertag, dem Feiertag einen gänzlich patriotischen Charakter verliehen. Sie haben ihn zu einer Demonstration ihrer Eroberungspolitik im Ersten Weltkrieg gemacht, zu einer chauvinistischen Feierlichkeit. Die Beschuldigten lenkten uns dazu, dass sie alle anderen verachten und dass sie auf diese als unsere Feinde schauen,
dass wir den Monarchen und das Kriegswesen verherrlichen, die unser Volk zum Verderben geführt haben. Tatsächlich versuchte die regierende Bauernpartei und gerade Omarczewski, das Geschichtsbild auch in Schulbüchern zu revidieren. So wurden die Brüder und zwar im Einzelfall auch als Griechen beschrieben, dennoch aber die Bedeutung Bulgariens als Lehrmeister der übrigen Slawen stark betont. Stimmen wie die seine blieben aber langfristig ohne Gewicht. Das gleiche Bildungsministerium, dem er vorstand, gab 1921 diese Broschüre heraus, in der auch Stammautoren der Propagandazeitschrift des Kriegsministeriums zu Wort kamen. Beispielsweise Michail Poprushenko, ein Emigrant aus Odessa, von 1920 bis 1941 Professor für russische Literatur an der Sofia-Otto-Kliment-Universität, stellte das Handeln Kyrils und Methods stärker in einen gesamtslawischen Zusammenhang, der doch nicht minder national verstanden war. Innerhalb der Großgruppe der Slawen sollten dann die Bulgaren ebenfalls wegen der Brüder eine Sonderstellung einnehmen oder eben mit Stolz rufen können, heilig ist unser Land. Im gleichen Kontext, in der gleichen Broschüre, waren aber bereits sehr reflektierte Stellungnahmen möglich. Andrei Protić hielt mit dem Ziel der Erinnerung nicht hinter dem Berg und fasste die erwünschten Auswirkungen des Gedenkens in deutliche Worte. Wichtiger als die Erinnerungsfiguren, also das Medium, war ihre Funktion, wie er selber darstellte, die alljährliche Herstellung und Vorstellung einer nationalen Gemeinschaft, das gemeinschaftliche Erleben und Erfahren von Ehrfurcht und Nationalstolz, die einer nationalisierten und entchristlichten Kommunion glich. In einem weiteren Beitrag hob Atanasov, offenbar der Komponist Nikola Atanasov, wie hier ganz wichtig feststellte, eben erst seit dem 19. Jahrhundert bestehende vermeintliche Tradition der nationalen Feier des Andenkens der beiden Heiligen hervor. Die Wahl des Feiertags als Medium zur Herstellung nationaler Einheit erschien ihm absolut zutreffend als eine bewusste Entscheidung. Die Rede vom Feiertag zur Manifestation der bulgarischen nationalen Vereinigung bestimmte die gegenwärtig mit dem Feiertag in Verbindung gebrachten Vorstellungen als erfundene Tradition. Neben dem Einsatz des Gedenkens für den Fortschritt ganz explizit und die demokratischen, sozialen und kulturellen Errungenschaften setzte sich mit der Rede von Siegen über die Barbarei mit Hilfe des Feiertages auch die Militarisierung des mit ihm verbundenen Sprachfeldes fort. Neben der staatlichen Indienstnahme der Brüder entwickelte sich eine publizistisch sehr intensive Kampagne, insbesondere mit ihrem Einsatz durch aus dem jugoslawisch, eben jetzt serbisch besetzten Vardar Makedonien Ausgewanderte und ihre Organisationen im bulgarischen Sofia. So ließ die Zeitung Makedonien, das in Sofia erscheinende Organ der makedonischen Bruderschaften in Makedonien, das das Motto Makedonien den Makedoniern trug, am 23. Mai 1921 einen Aufruf drucken. Der Text hier links. Hier wurden die Sprache Kyrils und Methods zur Sprache der makedonischen Bulgaren und die Apostel zu Erweckern einer, Zitat, großen Rasse. Sie ließen die slawischen Völker auferstehen. Rassische Einheit wurde mit einer geistigen, dem religiösen Vorstellungsinventar entliehenen, dem Inventar entliehene Vorstellung zusammengebracht. Vorstellung der Auferstehung, das war das Stichwort. Die Auferstehung wird mit der Auferstehung einer Rasse und den Aposteln, also Kyrill und Method, zusammengebracht. Ja, Kyrill und Method wurden auch dem einfachsten Bulgaren bekannt als Fundament unserer kulturellen Geschichte dargestellt. Zum selben Anlass erschien einige Jahre später in einer ganz parallelen Zeitung Unabhängiges Makedonien, ein
anderes Organ der makedonischen Emigration in Sofia. Ein Text wiederum zum gleichen Feiertag, wo dann ohne Emotionen und ein Kult Gottes dargestellt wird, der die Lebendige, der angeblich den lebendigen Kult des Volkes darstellen sollte. Das heißt, die klassische, die traditionelle Religion, der Kult Gottes, oder gegenübergestellt einer Volksreligion, einer nationalen Religion. Der Feiertag habe damals eine die Seele entlastende, gewissermaßen psychologische Funktion eingenommen. Ähnlich der Kommunion sollte die nationale Feier von Sünden gegen die Nation erlöst haben. Von der traditionellen Religiosität entfernt sollte die Massenversammlung für die in der Feier konstituierte Nation eine ähnliche gesellschaftliche Rolle wie der Gottesdienst für die Gläubigen erfüllen. Christliche Religion sollte zur ausdrücklichen Vorlage einer Religion der Nation, die sie ablösen und restlos ersetzen sollte. Das ist erneut ein sehr hoher Reflexionsgrad dessen, was man mit Kyrill und Method vorhatte. In den 20er Jahren mehrten sich sodann affirmativ und weniger reflektiert die Verehrung unterstützende Stimmen, die den Heiligen die Rolle von Erlösern der Nation zukommen ließen. Vassil Pundev, ein in Pirin, Makedonien, also im bulgarischen Teil Makedoniens, geborener und in Sofia ausgebildeter Slawist und Historiker, der sich freiwillig zum Ersten Balkankrieg gemeldet hatte und dann Politiker der WMRO, der Inneren Makedonischen Revolutionären Organisation, das Akronym. Dieser Vassil Pundev schrieb am 23. Mai 1928 in der von ihm selbst herausgegebenen Zeitung Makedonien zum Gedenktag wieder der beiden Brüder: Das Werk der beiden sei die Grundlage dazu, dass das bulgarische Volk aufersteht zur neuen Existenz. Die Interpretation der Rolle Makedoniens als Retter der Nation stand für einen nationalisierten, nur teilweise säkularisierten Messianismus. Nur über dem zum Märtyrer personifizierten Makedonien schwebte der Heilige Geist. Nur mit Makedonien sollte Bulgarien, hier haben wir den Heiligen Geist in der unteren Zeile, nur mit Makedonien sollte Bulgariens jetzt markant sakralisierte Kultur denkbar sein. Die Sakralisierung des Diskurses stand für die Skrupellosigkeit der Akteure in der Wahl ihrer politischen Mittel. Der Autor Vassil Pundev sollte 2 Jahre später am Attentat auf einen verfeindeten makedonischen Exilpolitiker mitwirken und von dessen Anhängern erschossen werden. Kyrill und Method spielten im kirchlichen Diskurs auch für Makedonien und eben auch dort im Rahmen von Modernitätsvorstellungen eine zentrale Rolle. Auch hier wiederum ist das aus der bulgarischen Perspektive deutlich nachzuzeichnen. Iliev Vladimir, das Kürzel wird nicht aufgeschlüsselt, schrieb am 22. Mai 1926 in der Kirchenzeitung, also im offiziellen Organ der bulgarischen orthodoxen Kirche, in Sofia, er stellte in diesem Text einen Zusammenhang von Kyrill und Method mit einem allgemeinslawischen und auch einem bulgarischen Kontext her, ohne auf makedonische Aspekte explizit einzugehen. Bemerkenswert bleibt bei ihm, dass in seinen Augen die Verdienste der Brüder an erster Stelle in der Christianisierung der Volksmassen bestanden und erst in zweiter Linie in der Gewährleistung der selbstständigen Existenz als Volk und der Ermöglichung von Kultur und Progress. Die Brüder bieten damit aber auch für das offizielle Organ der BOK mithin die Grundlage für Fortschrittlichkeit und Modernität. Auch 1928 klammerte
ein anderer Autor mit dem Familiennamen Bonus in der gleichen Zeitung makedonische Verweise aus, verstärkt aber die nationale Aufladung des Gedenkens. Zitat: Die christliche Idee muss jeglicher staatlichen, nationalen, gesellschaftlichen und privaten Initiative zugrunde liegen, jeder kulturellen Angelegenheit. Alle wichtigen Sprach- und Handlungsfelder der modernen Gesellschaft sollten durch die bulgarische orthodoxe Kirche bestimmt sein. Entsprechende Stellungnahmen finden sich in den kommenden Jahren immer wieder. Beispielsweise in der vom Sophiotobistum herausgegebenen illustrierten orthodoxen Zeitschrift Der Volkswächter findet sich am 1. Juni 1934, wieder zum Feiertag der Bildung, das heißt zum Feiertag des Werks der heiligen Kyrill und Method, ein Beitrag von Antim, dem Bischof von Trajanopol. Und hier wurde der Kontext aus der Sicht der Religiösen des Kirchenfürsten direkt mit dem, wurde der religiöse Kontext direkt mit dem nationalen Diskurs vereint. Der Bischof ging dabei beinahe so weit, die religiöse Bezugsebene zugunsten der nationalen zunächst ganz auszublenden. So schrieb er von Persönlichkeiten, die für die Kultur und Zivilisation, für den riesigen Fortschritt der modernen Menschheit, wissenschaftliche Erkenntnisse, ihre natürlichen Gaben zum allgemeinmenschlichen Nutzen auf den nationalen Altar tragen. Als Beispiele solcher nationaler Werktätiger von globaler kultureller Bedeutung, ein Zitat, nannte er die Brüder, durch deren geniales Werk die bulgarische Nation lebe. Ganz wie im weltlichen, kulturgeschichtlichen und nationalen Zusammenhang wurde hier im religiösen Kontext der beiden Brüder in erster Linie als Kultur-, Zivilisation- und Modernitätsträger gedacht. Die Diskurse, die ich bis jetzt vorgestellt habe, weltliche und religiöse, wurden jährlich an Massenveranstaltungen an dem Tag der Brüder vor einer möglichst breiten Öffentlichkeit möglichst massiv inszeniert. Großanlässe waren die Gelegenheiten, um die von der Elite angestrebte nationale Homogenität des Volkes und eben dessen Einheit mit der Regierung performativ herzustellen. Nach 1920 sollte der Gedenktag, hier ein Text zu 1940, sollte der Gedenktag der Brüder als Gegenangebot gegenüber dem sozialistischen 1. Mai gleichfalls und nicht weniger große Massen mobilisieren, das war das Ziel. Zudem sollten mit diesem Feiertag die Expansion Bulgariens nach Makedonien beschworen und vermeintliche innere Feinde markiert werden. Das hier nochmal die Fortsetzung von dem Text zu 1940. Diese Feiern lassen sich überregional gesamteuropäisch vergleichen. Ich erlaube mir einen lokalen Vergleich mit den Vidovdan-Feiern in Jugoslawien, die genauso jährlich und regelmäßig stattfanden, auch in Verbindung mit massenhaften Sportanlässen. Das Ziel war das gleiche, die jugoslawische Einheit sollte hergestellt werden. Die Brüder Kyrill und Method wurden hier wieder Kosovo-Mythos zu Medien generell moderner Vergesellschaftung, insbesondere eben an diesen Feiertagen. Die Zeitung Unabhängiges Makedonien berichtete zum Beispiel eben jetzt wieder 1924 über die Feier zu Ehren der Brüder in der Zarenstadt, also in Istanbul. Besonders hervorzuheben bei diesem Bericht ist das Gewicht, dass die Verknüpfung der öffentlichen Veranstaltung der Feier auch dort mit sportlichen Aktivitäten einnehmen konnte. Ich zitiere jetzt für 1924. Einen ausgezeichneten Eindruck auf das Publikum machten auch die gymnastischen Spiele und die sportlichen Wettkämpfe, welche Jugendliche und Schülerinnen Mitglieder der Sportgruppe Kraft austrugen.
die an diesem Tag ihren Patronatsfeiertag begeht. Das heißt, sie hatten Küchen und Metrog als Patrone in Istanbul. Die Gruppe sei erst ein Jahr zuvor ins Leben gerufen worden. Die orthodoxen Heiligen wurden zuvor Vorbildern eines modernen Jugendsportsvereins in diesem Kontext. Der Verfasser wies überdies auf die Einwirkung der Teilnehmenden an früheren Feiern hin. Obschon die Feier im jetzt türkischen Istanbul stattfand, richtete sie sich im Zusammenhang mit der Erinnerung der Teilnehmer gegen frühere griechische und serbische Herrschaftspraktiken, nicht explizit gegen osmanische. Die Entwicklung gipfelte in der Organisation der Feierlichkeiten in Sofia parallel zu Belgrad Ende der 1930er Jahre. Der an solchen Feiern teilnehmende Universitätsvertreter, machten mehrfach die Geschichte des modernen nationalen Gedenkens an die beiden Brüder zum Kern des Themas. Aber auch Kirchenführer entwarfen mit den Brüdern ein auf Kultur und Fortschritt ausgerichtetes Leitbild der Orthodoxie in der Gesellschaft und damit eine attraktive orthodoxe Modernität. Als staatliche Schulpatrone dienten sie, ähnlich wie der heilige Sava als Schulpatron in Serbien, Jugoslawien, dienten Kyrill und Method insbesondere zur Mobilisierung der lernenden und studierenden Jugend für den neuen Staat und national sowie religiös aufgeladener Gesellschaftsentwürfe. Die Rolle der Brüder als Kristallisationspunkt eines explosiven und auch dann sakralisierten bulgarischen Nationalismus festigte sich im Zusammenhang des Zweiten Weltkrieges weiter. Jetzt betätigten sich gerade Geistliche noch explizit als Nationaltheologen. Die Identifizierung Kyrills und Methods mit den Anfängen der bulgarischen Nation wurde gerade im Krieg auch in orthodoxen Publikationen immer deutlicher hervorgehoben. Ein im Mai 1940 in der Christendieler, also eine Provinzmonatsschrift, Geistlicher Funke herausgegeben von einer orthodoxen christlichen Bruderschaft, Heiliger Ivan von Rila. In dieser Zeitschrift wurde ein Beitrag des Priesters Florinski publiziert, der zeigt, wie sich das Gedenken an die Brüder auch im wirklich engeren religiösen Rahmen und abseits von der Hauptstadt durch die Feder eines mittleren Geistlichen von seiner Hierarchiestellung her gesehen, in diesen Jahren weiter anpasste. Kyrill und Method sollten dem bulgarischen Stamm historische Unsterblichkeit gegeben haben. Der Geistliche erinnerte an die Brüder als Titanen, Fleisch vom Fleisch und Blut vom Blut unseres Stammes. Ihnen verdankten die Bulgaren einen Ehrenplatz im Tempel der allgemeinmenschlichen Kultur. Sie blieben traditionell religiös als Fürbitte eingesetzt, aber sie sollten Gott um nationale Größe bitten. Der nationale Diskurs wirkte hier direkt auf den religiösen zurück. Die kulturgeschichtliche Ausweitung der Bedeutung der Brüder vereinigte sich mit ihrer heilsgeschichtlichen und nationalistischen Sinnzuweisung auch im kirchlichen Gedenken. Neben der Sakralisierung der Kultur stand das Gebet um nationale Größe. Florinski war nicht der einzige Geistliche, der sich auch im Krieg in der Gestaltung eines religiösen Nationalismus betätigte. Ein gleichzeitig in der offiziellen Kirchenzeitung veröffentlichter Text zu Ehren der Brüder, jetzt aus der Feder des Metropoliten, also eine höhere Funktion des Metropoliten von Plovdiv, Kirill, der dann 1953 zum Patriarchen der BOK, Bulgarischen Orthodoxen Kirche, werden sollte, ging weiter. Kyrill, der Metropolit zu diesem Zeitpunkt, hatte als anarchistischer Kommunist die Theologische Fakultät der Sofia-Universität verlassen und dann in Belgrad, Zagreb, Czernowitz und auch in Berlin bei dem einflussreichen protestantischen Theologen und Kirchenhistoriker Adolf von Harnack studiert, der im Ersten Weltkrieg ein führender Vertreter nationaler deutscher Kriegstheologie gewesen war. Diese Ausbildung schlug sich in einer ganz dem Diskurs der Zeit entsprechenden, allerdings jetzt eben orthodoxen Deutung der Brüder Kyrill und Method nieder.
Die bulgarische Seele sei durch den gesegneten Schatten der zwei Riesen unserer Geschichte erleuchtet. Bereits diese rhetorische Überspitzung war logisch schwer nachzuvollziehen. Die Riesen seien zugleich Stützen dieser Seele. Als Sonnen aus dem Schoß der Volksseele, die nicht untergingen, solange die Seele, also die Volksseele, lebe, sollten sie, vermutlich die Brüder oder diese Sonnen, Licht in die bulgarische Seele gegossen haben. Nach diesen Sätzen festigte und befruchtete der Geist der Brüder zunächst ein Reich und sodann aber das Werk der bulgarischen Aufklärung und einer ganzen Epoche. Das zweite bulgarische Reich sollte gar gänzlich ein Produkt des Wirkens des Geistes der Brüder gewesen sein, das zweite mittelalterliche bulgarische Reich. Die Kraft und der Geist der Wiedergeburt, dann im 19. Jahrhundert, seien der dauerhaft wiedergeborene Geist der heiligen Brüder. In der widersprüchlichen Logik dieser Argumentation sollte der Geist der Brüder die Aufklärung hervorbringen und sich letztlich selbst wiedergebären. Die Existenz der nationalen Seele wurde durch den Bestand der Volksfrömmigkeit und damit der Erinnerung als Praxis definiert. Sie wurde so letztlich deckungsgleich mit dem Geist der Brüder, der mit der slavo-bulgarischen Frömmigkeit und Bildung beschrieben wurde. Der Geist wie die Volksseele lebten, solange es Volksfrömmigkeit gibt, so die These, die als tiefer Fluss durch die unzugänglichen Schöße der Volksseele fließt. Ich wollte Ihnen das nicht ersparen. Mit diesem relativ komplizierten oder überhaupt nicht nachvollziehbaren Wortgebrauch näherte sich der Bischof dem Vokabular einer popularisierten Tiefenpsychologie an und entfernte sich markant vom traditionellen religiösen Verständnis von Heiligkeit oder Heiligen in Richtung einer nationalen Religion. Diese Frömmigkeit aber und damit eben der Geist der Brüder konnte verloren gehen. Sie war ganz von der Verehrungspraxis in der sozialen Praxis der Bulgaren abhängig. Die gänzliche Säkularisierung, vor der Bischof Kyrill von Plovdiv warnte, war doch in seinen Augen offenbar noch nicht eingetreten. Vielmehr bestärkte er die Sakralisierung der Nation. Die Heiligen, wie auch ihren Geist, imaginierte er nicht mehr im traditionellen Sinn als im Jenseits Lebendige. Sie lebten jetzt im Sinne einer Nationaltheologie als Riesen der heiligen Großtat. Und zwar nur durch das Medium der Seele unseres Volkes. Das heißt der allbulgarischen Seele. Gleichzeitig seien sie aber unerschütterliche Pfeiler des nationalen Daseins. Ihr Geist sollte das nationale Schicksal beleben. Der Bischof machte hier Kyrill und Metod politisch-theologisch zum Kern einer sakralen Nation, die an die Stelle der traditionellen Religion treten sollte, wenn wir ihn beim Wort nehmen. Nationaltheologie, Theologie wurde in der kirchlichen Publizistik, in der zentralen Zeitschrift der bulgarischen Kirche, zum nicht nur geduldeten, sondern zum vorherrschenden und gerade auch durch Kirchenfürsten vertretenen Diskurs. Auch professionelle Historiker meldeten sich in Zeitschriften zu Wort, hier wieder für die Kriegsperiode ab 1941 hier gerechnet. Ich möchte hier nur noch am Schluss jetzt wenige Beispiele nennen zur weiteren Eskalation des gesamten Zusammenhangs im Zweiten Weltkrieg. Der weithin angesehene Byzantinist und Universitätsprofessor Petr Mutavchiev veröffentlichte 1941 im Bildungsbund in Bulgarien, das heißt letztlich vom Bildungsministerium, herausgegebenen Zeitschrift Bildung, einen Aufsatz unter dem Titel Das Werk Kyrills und Methods in der kulturellen Mission des bulgarischen Volkes, nach einer eingehenden Analyse der Konsolidierung des bulgarischen Gemeinwesens im 8. und 9. Jahrhundert, hielt es der Historiker für ihr Verdienst, die Ermöglichung der Nationalisierung der Kirche und dadurch der Schutz Bulgariens vor äußerer Einmischung, das heißt byzantinischer,
und die Verhinderung der Entartung, Zitate, des bulgarischen Volkes. Zudem machte er die Bulgaren kollektiv durch das Werk Kyrils und Methods zum geistigen Führer der slawischen Welt. Mutawczyw entwarf mit diesem Satz gleichzeitig einen zur Zeit der Niederschrift geltenden Anspruch Bulgariens auf die geistige Vorherrschaft über die Slawen. Eine Vorstellung, die nicht von der allgemein verbreiteten Verwendung des Begriffes in Deutschland und seinen Vasallenstaaten zu diesem Zeitpunkt gelöst werden kann. Allerdings wurde hier nicht die germanische Rasse beschworen, sondern die slawische Rasse unter bulgarischer Führung. Der Historiker versuchte mit Hilfe der beiden Brüder für Bulgarien im Wettstreit der völkischen Überlegenheitsentwürfe eine möglichst plausible oder eindrückliche eigene Position aufzubauen und zu legitimieren. Auch die Rede von Entartung sowie von einem homogenen nationalen Ganzen rückte den Text aber in die Nähe des nationalsozialistischen Sprachgebrauchs. Weitere Akademiker überboten sich in der Zuspitzung dieses Zusammenhangs. Dimitar Juzelev, der aus Doiram im Süden des zu diesem Zeitpunkt jugoslawischen Makedonien stammte, der dann 1927 in Jugoslawien wegen nationalmakedonischer Betätigung verurteilt wurde und 1942 im sogenannten unabhängigen kroatischen Staat in Zagreb über Schopenhauer promovierte, leitete jetzt hier 1941 in Skopje ein unter bulgarischer Besatzung, das heißt mit deutscher Hilfe, eingerichtetes Kulturradio. 1943 schrieb er in der gleichen Orts, also in Skopje, publizierten Zeitschrift Makedonien in einem Beitrag unter dem Titel Beweise für die bulgarische Herkunft der heiligen Kyrill und Method von einer historischen Mission der Bulgaren. Wenn das Volk stolz Makedonien als Wiege der bulgarischen Kultur anerkenne, sei es gegenüber seinen Führern, Kyrill und Method, dazu verpflichtet, ihren Feiertag zum nationalen, zum Tag der kulturellen Größe des bulgarischen Volkes zu erklären. Seine kriegstheologische Deutung des Handelns der Brüder als Waffe im nationalen Kampf stand ganz unter dem Vorzeichen eines radikalen, aber eben modernen Nationalismus. Auch die Schriften der Schüler dienten jetzt zum Beweis der slawischen Herkunft der Lehrer. Ostern 1941 fiel mit der Eingliederung Vardar Makedoniens und weiterer verlorener Gebiete in das bulgarische Dritte Reich zusammen. Es stand nun für die sich nähernde leuchtende Zukunft. Kyrill und Method dienten zur Rechtfertigung der erneuten, man hat es schon im Ersten Weltkrieg versucht, Vardar Makedoniens. Führende Historiker und Kirchenfürsten propagierten wieder mit den Brüdern die Einigkeit und den unablässigen Kampf. Die Presse berichtete aus den eroberten Gebieten und festigte die Nation. Transnationale Aspekte wurden weiter zurückgedrängt. Die mehrfache Deutung des Handelns der Brüder als Waffe im Kampf stand für die Mobilisierung im Zweiten Weltkrieg. Der sich jetzt entfaltende Kriegskult war folglich nicht nur durch weltliche nationale Entwürfe gekennzeichnet, sondern eben jetzt auch durch religiöse. Orthodoxe Geistliche traten sich gerade auch im kriegstheologischen Entwurf bellizistischer nationaler Modernität hervor. Die bis 1944 anhaltende Verbindung der Kirche mit dem nationalsozialistischen Diskurs unterscheidet die Entwicklung in Bulgarien von jener in Deutschland, wo nur bis 1937 eine Nähe führender Nationalsozialisten zu christlichen Konfessionen bestand. Damals wurde die Bildung einer deutschen Reichskirche als chancenlos befunden und nicht weiter verfolgt. Die Osterfeier wurde im bulgarischen Kontext aber zu einer Feier der Auferstehung Bulgariens umgedeutet. Die Verehrung der Brüder wurde jetzt zum Kern einer nationalen, vom allgemeinen Christentum gelösten Religion, zu meiner Interpretation. Jeder Bulgare sollte durch nationalbewusstes Handeln zum Apostel nicht des Heiligen, sondern des bulgarischen Geistes werden.
Die soziale Reichweite sollte auf das ganze Volk erstreckt sein und die Bedeutung sollte ganz im Nationalen aufgehen. Nicht nur die Idee der Einheit, sondern auch die Mobilisierung und Fanatisierung als auserwähltes Fackelträgervolk für eine jetzt ausdrücklich messianische historische Aufgabe sollte mit dem Verweis auf die Brüder logisch erscheinen. Unter dem Segen eines Metropoliten der Kirche setzte sich Ivan Kaidamov in einem am 1. Juni 1941 veröffentlichten Beitrag in der Zeitschrift Geistiger Ruf ein, und zwar mit der legitimierenden Referenz auf die Brüder für eine national-theologisch begründete Ordnungsaufgabe Bulgariens auf der Balkanhalbinsel unter deutscher Vorherrschaft. Ich komme zum Schluss. Also es sind nur noch wenige Sätze. Auch moderne deutsche Geschichte wurde im Rahmen der biblischen Figuren des Opfers, des Märtyrertums und der Auferstehung entworfen. Während die evangelischen und reformierten Kirchen ohnehin staatlich oder staatsnah waren und die lokale Kirche wie in der Orthodoxie im 19. Jahrhundert leicht zur Nation, ja etwa in Schweden, die Nation zur höchsten Form der Kirche werden konnte, schützte auch die Transnationalität der römisch-katholischen Kirche nicht vor extremen Wortmeldungen höchster Kirchenfürsten. Etwa bekräftigte Herr Kardinal Erzbischof von Dublin, Paul Cullen, allein Irland könnte sich, Zitat, Märtyrernation Christi nennen. Auch im Rahmen der Balkankriege und dann bis 1944 diese herausgearbeiteten Militarisierungen und nationalen Sakralisierungen der Erinnerungsfiguren sind in einem ganz europäischen Rahmen einzuordnen. So wird für Frankreich bis 1914 die Sakralisierung der Nation im Krieg beobachtet. Die ursprünglich christologisch-heilsgeschichtlichen Bedeutungen der Monarchie sind mit Jürgen Leonhard immer mehr auf den Erlösungsanspruch der Nation selbst übertragen. Ein kurzes Zitat. Der Krieg war zumindest aus französischer Perspektive ein heiliger Krieg, der Erste Weltkrieg, zu dem auch Ernst Moritz Arndt den deutschen Soldaten aufgerufen hatte. Da ging es allerdings um die Befreiungskriege gegen französische Vorherrschaft in Deutschland, das jetzt genauso wiedergeboren werden sollte wie andere Nationen. Für den Zeitraum von 1870 bis zum Ersten Weltkrieg ist die Rede von der Entfaltung einer deutschen Kriegstheologie, wo, wie in Frankreich und Deutschland, unterschiedliche religiöse oder politische Lager bestanden, wurde allerdings mit Hilfe religiöser nationaler Erinnerungspraktiken mit dem Aufruf zur konfessionellen oder nationalen Einigung letztlich die Spaltung der Gesellschaft konsolidiert in Kulturkämpfen. Aber auch trotz der nicht flächendeckenden Verbreitung der Ideologien, etwa deutscher Christen, der deutschen Glaubensbewegung oder der Konzepte eines Alfred Rosenberg, ist die Weiterentwicklung des Amselfeld-Mythos, den ich jetzt nur kurz angesprochen hatte, zu Religion und Ideologie im jugoslawischen Kontext mit ihnen vergleichbar, würde ich behaupten. Die Beschwörung der gekreuzigten Nation und ihrer Auferstehung war bis 1945 in weiten Teilen Europas allgemein gut, wie auch der Aufruf zum Krieg von zahlreichen Kirchenführern mitgetragen wurde. Die Ideologisierung von Gesellschaftsentwürfen, die Aufladung der dazu eingesetzten Konzepte mit Rassismus und politisch-theologischem Messianismus waren kennzeichnend nicht nur für Serbien oder Bulgarien, sondern sie waren geradezu kennzeichnend für Verfahren der Herstellung von zeitgemäßer Europäizität. Nicht nur auf dem Verbreitungsgebiet der orthodoxen Kirche entfalten sich nationale Gesellschaftsentwürfe, gerade im Rahmen religiöser Erinnerungsfiguren. Auch der Verweis auf mittelalterliche Reiche gehörte zum Standardverfahren. Nur ausnahmsweise in Rumänien wurde mangels eines solchen Reiches hauptsächlich auf die Antike oder den Mythos der römischen Abstammung zurückgegriffen. Für viele dieser Vergleichsfälle gilt aber, und jetzt ganz der Schluss, gilt aber, dass sich in internationalen Rahmen in einem oft erbitterten Wettstreit unterschiedlicher konfessioneller politischer Erinnerungskulturen entfalteten.
Das heißt, man hatte einen internen Wettstreit vorliegen, eben europäische Kulturkriege. Der Einsatz moderner Medien seitens auch der katholischen Kirche wird hervorgehoben. Im Kampf für vermeintliche Traditionalität in der Auseinandersetzung mit säkulären Entwürfen der Moderne entwickelten sich Vorstellungen katholischer oder in unserem Falle orthodoxer Modernität. Für Bulgarien und Serbien und jetzt eben der Unterschied vorbehaltlich der jugoslawischen inneren Streitigkeiten mag nach 1890 innerhalb der Kirche im Vergleich zu nominal katholischen oder protestantischen Staaten eine lückenlosere oder geschlossenere Unterstützung für den Nationalstaat festgestellt werden, zumindest für die christlichen Teile der Bevölkerung. Diese wurden gerade auch durch die autokephale auf Nationalstaaten ausgerichtete Struktur der orthodoxen Kirchen in der Moderne gefördert. Auch wenn dies auf verfassungsrechtliche Schranken und zeitweise mangelnde Gegenliebe seitens der säkularen und oft liberalen Politiker stieß. Ich denke, damit habe ich jetzt versucht, den Kontext noch einmal in den europäischen Rahmen zu stellen. Mythenkritiker für die serbischen, für die bulgarischen Beispiele blieben bis in die Gegenwart vergleichsweise selten und sind gegenüber der Bekräftigung der Nation weitgehend einflusslos. Ähnliches gilt für das heutige Ungarn oder eben auch Russland. Erneut ist es einerlei, welcher Konfession die jeweiligen Kirchen sind, wenn ich einen kurzen Bogen in die Gegenwart, wo wir vielleicht in der Diskussion noch eingehender darauf zu sprechen kommen, wie erlauben darf. Vielen Dank für Ihre strapazierte Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Stefan Rodewald, für diesen Gang durch die so wirklich zum Teil großartigen Stilblüten, die dieser Kult hervorgebracht hat. Ich war eigentlich beeindruckt, wie von der Breite auch der Autoren, die sich in diese Rhetorik ergeben haben. Und ich würde gleich als erstes mal die Frage stellen, wie weit ist das denn aus dem jetzt rein kirchlichen Diskurs raus? Wie können wir das in anderen Feldern beobachten? Zum Beispiel in der Schulbildung, im Bildungsbereich. Wie kommt da dieser Mythos zum Tragen? Meine zweite Frage, gerade so ein bisschen damit verbunden, wie gehen die Sozialisten mit diesem Kult um, der ja irgendwie so allgegenwärtig erscheint, dass man das Gefühl hat, da kann man sich fast nicht dagegen wehren? Genau, die Reichweite, das ist eine der zentralen Fragen. Ich habe jetzt in diesen Beispielen die Spitze des Eisbergs im Diskurs mir angeschaut, wie weit der rezipiert wurde. Ist eine ganz andere Frage, aber man kann Rückschlüsse ziehen. Beispielsweise eben über die Funktion als Schulpatrone kann man durch die Initiativen des Bildungsministeriums, Sie haben die Publikation des Bildungsministeriums gesehen, davon ausgehen, dass ähnlich wie in Jugoslawien zum Tag des heiligen Sava von den Schülern erwartet wurde, dass sie Aufsätze schreiben zu diesen Themen, zu den Inhalten, die sie kürzlich offensichtlich im Unterricht, das wäre die Voraussetzung, mitbekommen haben. Die Reichweite zum Beispiel in Bosnien von diesem Tag des heiligen Sava war dort beschränkt, wo sich insbesondere muslimische Gegenwehr dagegen äußerte. Das sollte eben für alle gelten, nicht nur für Orthodoxe. Und insbesondere in Bosnien gab es seitens des Schechul Islam Gegenwehr dagegen. Und das scheiterte dann auf dem lokalen Level. Für Kroatien gibt es ähnliche Fälle seitens Strossmayr, seitens der katholischen Geistlichkeit. Gab es Einwände, jetzt hier den Staat, der eigentlich ja säkular sein wollte, als orthodox dargestellt zu sehen. Für Bulgarien fielen mir Hinweise beispielsweise auf die Umsetzung von solchen Praktiken in den mehrheitlich muslimischen Gebirgsregionen in Rhodopen oder im Nordosten Bulgariens. Auch in den Städten gab es noch eine nennenswerte muslimische Bevölkerung. Seitens der Sozialisten ich habe breit gesucht, denke ich, also hoffe ich, habe ich keine Beispiele gefunden, wo man sich damit auseinandersetzen will, das auch nicht kritisch. Mhm. Wenn, dann hätte ich das thematisiert. Ich hatte nur am Anfang eben die Bauernpartei genannt, mit Romaszewski, die eine revisionistische Stellung
bezog zu Beginn der Zwischenkriegszeit, dass es letztlich eine Minderheitsposition nach und nach die Feierlichkeiten in Sofia, die großen Märsche, das ist natürlich eine letztlich Ausnahmesituation, aber es wiederholte sich jährlich. Es gab auch in den Provinzstädten solche Feierlichkeiten. Es gab nach der Eroberung Makedoniens Fackelläufe, die mit immer lokalen Feiern verbunden wurden. Die Universitäten waren Teil des Systems, der Senat der Heilig-Kliment-Universität von Sofia war in Ochrid 1941 und feierte die Wiedervereinigung. Das heißt, nicht nur Politiker oder Bischöfe, sondern auch die Akademia, also die Bildungseliten, auch die Lehrer waren Teil dieser Verbreitungen. Und es ging womöglich über den Grad der Alphabetisierung hinaus, wenn wir auch Sportvereinigungen mit einbeziehen, auch wenn ich dazu vergleichsweise weniger Beispiele habe als für Jugoslawien, wo es wirklich, wo der Sokol eine Massenveranstaltung war, eben auch verstaatlicht. Es waren keine privaten Vereinigungen mehr zugelassen in Jugoslawien. Das war ein verstaatlichter Sportverein. Ganz herzlichen Dank auch an, also ich schließe mich da Eva Maurer ganz an, der unglaublichen Fülle, die du heute Abend auch präsentiert hast. Und ich hatte eigentlich auch eine ganz ähnliche Frage wie Eva Maurers erste. Ich fand es sehr beeindruckend, wie so eine Diffundierung stattfindet von verschiedenen Sprachgebrauchen, also wie eben dieser Rassebegriff, Nation, Begriffe der Moderne, eben wie Progress und Motor in diesen Texten auftauchen, also in den religiösen Texten. Und ich habe mich dann wiederum gefragt, fand eine ähnliche Diffundierung statt in den politischen Texten? Ich habe, glaube ich, nicht immer genau geachtet, ob das jetzt zum Teil aus religiösen Zeitschriften war oder politischen. Also wie haben sich diese beiden bedingt? Also wie hat, weil ich finde das schon ganz interessant, wie die Kirche dieses ganze Vokabular des Zeitgeistes mit aufnimmt. Also bis eben zu einem rassischen Diskurs über die Größe des bulgarischen Volkes. Und auch wie es, also was ich sehr interessant fand, war die Verwendung des Begriffs Nation, der ja auch nicht ganz unbestritten in dieser Zeit ist. Das geht aber in eine ganz ähnliche Richtung, die du hattest. Und was mich aber noch interessiert an deiner großen Fülle von eben quasi 1918, 20 bis in die Mitte des Zweiten Weltkriegs rein, erscheint dieser Diskurs so ungebrochen. Also so wie du es jetzt präsentiert hast, und ich wollte da nachfragen, ist es wirklich komplett ungebrochen oder gab es wirklich auch Konjunkturen dieser, also in deinen Recherchen, Konjunkturen dieser Diskurse, die dann auch mal wieder abebbten? Also wie standen diese Diskurse auch zu einem quasi gesamtpolitischen Kontext dieser Zeit? Das ist tatsächlich, diese zwei Aspekte möchte ich gerne weiter erläutern. Da müsste man noch weiter ins 19. Jahrhundert zurückschreiten, wo man sehr, sehr schablonenhaft, habe ich zunächst mal herausgearbeitet, eine Säkularisierung dieser religiösen Kontexte oder ein Aufgreifen in säkularen bildungspolitischen Kontexten, das man Kühl und Mittel als Schulheilige, Schulpatrone jetzt schon einsetzte, zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine Sakralisierung dieser Kontexte war durch die Kirche betrieben schon ab 1890 zu beobachten. Das heißt, da hat man das, was man schon geleistet hatte im nationalliberalen Kontext, wieder zurück in die Kirche getragen und die Kirche nationalisiert. Das lässt sich schon ab 1890 feststellen. Die Kirche war da verspätet auf einen fahrenden Zug aufgesprungen. In der Zwischenkriegszeit ist das schon weiter fortgeschritten und das verläuft parallel. Und da
da gibt es eine weitere Ausweitung des Portfolios, könnte man sagen. Es gibt sehr viele marginale Positionen von Publizisten, die man wirklich nur durch eine Broschüre kennt, wie ein Todor Krajnić-Čanac, der auch eben schon über die Rasse und die Erlösung geschrieben hat in den 20er Jahren, von dem man aber wahrscheinlich eben gerade nicht annehmen kann, dass er gelesen wurde, außer von den Autoren dann der Schriften, die ich jetzt hier in einem breiteren Rahmen zugänglich in diesen Zeitschriften zitiert habe. Und der wird dann eben auch von Geistlichen gelesen. Der Autor, den ich genannt habe, der Diskurs, der von aus verschiedenen Ecken kommt. Einerseits greifen den Politiker politische Diskurse auf, politische Schreiber, Pamphlete, Zeitschriften, Zeitungen, andererseits eben auch die Kirche. Und ich habe hier tatsächlich wahrscheinlich zu viele kirchliche Beispiele gebracht. Ich habe da nach Fortschritt und Modernität gesucht, das war das Stichwort für heute Abend. Offenbar waren die Politiker weniger auf den Fortschritt bedacht. Also scheinbar das müsste ich aber nochmal überprüfen. Das würde zeigen, dass die Kirche vermutlich weiß, dass man von ihr nicht unbedingt erwartet, dass sie jetzt hier für den Fortschritt eintreten sollte und dass uns deswegen überkompensiert und sagt, nein, wir möchten Teil von dieser ganzen Sache sein, lasst uns nicht allein, wir spielen hier die führende Rolle. Das ist ein bisschen eine Interpretationslogik, dass man eigentlich sieht, dass das Potenzial hat, dass die Gesellschaft sich daran orientiert und dass man um Himmels Willen hier nicht auf einem verlorenen Posten sitzen bleiben möchte und irgendwie Hesychasmus vertreten soll. Das heißt, man möchte Teil des Ganzen sein und möglichst an der Spitze des Ganzen stehen. Das wird versucht und die politische Entwicklung kommt dem entgegen mit der Königsdiktatur, mit der Verfestigung von der präsidialen Stellung oder der Rolle des Zaren, des Militärs. Sucht man da natürlich auch nach einer Stütze durch die Kirche. Solange die Kirche keine führende Rolle übernimmt, ist das alles erlaubt. Solange man ernennt keine Patriarchen, das machen lustigerweise eben erst die kommunistischen Strukturen dann 1953. Die Kirche ist politisch nicht wichtig, aber sie kann sich hier irgendwie aufblasen und aufspielen. Das war meine Interpretation, man ist eigentlich verspätet. Die ungebrochene Darstellung, die zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch. Das ist das, was ich am Schluss angesprochen habe, dass Mythenkritiker eigentlich kaum anzutreffen sind. Ich habe Omarczewski hervorgehoben, das ist der prominenteste. Natürlich würde man das von der kommunistischen und der sozialistischen Bewegung erwarten. Die publizieren aber nicht unbedingt darüber, sonst hätte ich eigentlich versucht, das zu finden, denke ich schon. Jedenfalls müssen. Das bedeutet, das wäre der Unterschied zur jugoslawischen Entwicklung, wo wir eben die katholische neben der orthodoxen Kirche haben. Da steht Strossmayr gegen den heiligen Sava als Schulpatron. Es gibt weitaus mehr Streitigkeiten über diese Sakralisierung der Nation in Jugoslawien als in Bulgarien. Das Konkordat mit der katholischen Kirche beispielsweise stand vor dem Abschluss im jugoslawischen Parlament und wurde durch die serbische Kirchenstruktur zum Fall gebracht, insbesondere Nikola Velimirovic, der an der Spitze der Sakralisierung der serbischen Nation stand, setzte sich gegen das Konkordat des Staates mit Rom aus, das heißt für eine Festigung der kroatischen, der katholischen Strukturen. Daran scheitert letztlich auch Jugoslawien mehrfach, also auch der Ausgleich kommt sehr viel kommt zu spät. Das ist aber eine andere Entwicklung in Bulgarien, wo wir nur eine Staatskirche haben. Aus muslimischer Sicht wird, soweit ich das verfolgt habe, eben nicht darauf Bezug genommen. Die werden einfach ignoriert. Auch in den Diskursen kommen ja eigentlich, die frühere Sklaverei wird thematisiert. Das kann, muss aber nicht nur das osmanische Joch bedeuten, das kann auch das griechische Joch der Phanarioten in Anführungszeichen bedeuten. Die bulgarische Kirche löste sich im 19. Jahrhundert von einer Gefahr der Gräzisierung, von einer griechischen Hierarchie. Man spricht ja von einem doppelten Joch fürs 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert spielt das postkolonialistisch noch eine Rolle als Schreckgespenst. Man versucht sich immer noch zu lösen davon.
Aber die aktuelle muslimische Bevölkerung spielt absolut keine Rolle in diesen Texten. Die wird ignoriert. Auch bei der Beschreibung von diesen Feierlichkeiten wird nie etwas von einer muslimischen Teilnahme geschrieben. Das ist im jugoslawischen Fall anders. Da gibt es solche Hinweise. Ja, gerade anknüpfend daran, gab es denn keine, wie soll ich sagen, gegen auf der muslimischen Seite in der bulgarischen Bevölkerung bei den Minderheiten keine ähnlichen oder parallelen Kristallisationspunkte oder Praktiken oder so, die dem wirklich aktiv entgegengesetzt wurden? Das ist ähnlich wie in der Gegenwart. Man schloss sich damals dem modernsten und letztlich in Anführungszeichen säkularsten, fortschrittlichsten Modell, dessen man handhaft werden konnte, an. Das war damals der Kemalismus. Heute die Partei inoffiziell der türkischen Minderheit in Bulgarien, die nennt sich nicht so, das ist die Partei der Menschenrechte und Freiheiten. Die ist Teil der europäischen liberalen Fraktion im Europaparlament. Die setzen sich als liberale Partei für die Gleichberechtigung und kämpfen gegen die gleichen Diskurse heute in Bulgarien. Damals sah man sich letztlich in der Folge womöglich das Milletsystem des 19. Jahrhunderts in Bulgarien wieder gegenüber einer christlich dominierten, staatstragenden Elite, hat man sich als muslimische Gemeinschaft in Annäherung an die kemalistische Türkei positioniert. Man hat ja durchaus Rechte bekommen, aber es war eigentlich eine Parallelgesellschaft. Das war nicht die Integration in diesen Mehrheitsentwurf. Heute sieht der Entwurf anders aus. Die offizielle Stellung der bulgarischen Politik ist, dass man eben keine ethnischen Parteien zulässt, also bulgarisch, aber das steht dann für einen integrativen bulgarischen Begriff, also sich des Staates. Die türkische Minderheit hat das akzeptiert und sie nennt sich eben Bewegen für Rechte und Freiheiten, argumentieren auf bulgarisch. Das nennt sich das bulgarische Konzept oder das bulgarische Modell. Das heißt, dass man eine politische Nation und keine ethnische Nation vertritt. Das funktionierte bis vor kurzem eigentlich. Über lange Jahre war diese Partei Teil der Regierung. Gerade jetzt ist sie es nicht mehr, seit ein, zwei Jahren. Stattdessen ist in einem bunten Bündnis rechter Kräfte eben auch eine Splitterpartei, die Vymro, Teil der heutigen Regierung. Das heißt, sie ist wiederbelebt worden, auch in Bulgarien nach 1991, genauso wie im heutigen Makedonien, wo sie lange Jahre Regierungspartei war. Also gerade jetzt, wo jetzt eine sozialdemokratische Regierung an der Macht ist, mit stark albanischer Unterstützung. Deswegen ist jetzt gerade dieser Namensstreit irgendwie womöglich in einer Lösungsfindungsphase gegenüber Griechenland. Aber das ist jetzt die zeitgenössische oder die aktuelle Perspektive, wenn ich sie mit dem Thema verbinden darf. Und spielt da der Kirill und Method, spielen die noch eine Rolle jetzt in der aktuellen? Weiterhin eine Rolle, die Nationalbibliothek in Makedonien ist die Kliment-Bibliothek und die Universität in Skopje hat Kyrill und Method als Patron. In Sofia ist es genau umgekehrt, als die Nationalbibliothek Kyrill und Method gewidmet und die Universität eben dem heiligen Kliment. Kliment kommt aus Ochrid, das liegt momentan in Makedonien, definitiv nicht in Bulgarien. Kliment wird auch als Nationalpatron dargestellt seitens der makedonischen orthodoxen Kirche. Das sind ganz parallel, aber ein bisschen jüngere Entwicklungen. Man hat, wenn es mir recht ist, 1890 die Rede von einem serbischen Gott, wenige Jahre später von einem bulgarischen Gott und ich glaube erst 1925 von einem makedonischen Gott. Die makedonische Nationalgenese dieses Diskurses oder dieses, wenn man sich darauf beschränken möchte, wenn man nicht andere Fragen stellt, wenn man nur nach diesem nationalen Diskurs fragt, dann ist der eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg wichtig. Weitere Fragen? Ja, dann möchte ich dir herzlich danken noch einmal für deinen Vortrag. Ihnen fürs Kommen und hoffe, dass wir uns in 2 Wochen wiedersehen, wenn Franziska Zaug hier spricht über Albanien.
Einen schönen Abend und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Kommen Sie gut nach Hause.